Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die dax für Freiland 23.04.2021 und unser <laughs> DAX, der hat hier auf der Erholungswiese, auf der Lichtung, schon die ersten unschuldigen kleinen Rehe gerissen, das hat eigentlich ganz gut reingepasst in das, was wir erzählt haben, na oben 3,35 rum, haben wir drüber gesprochen. Runde bis auf die 200, 1,80 hat auch gepasst, ähm, kam ein bisschen spät erst, ne, war auch recht träge, da wird sich der eine oder andere schon, äh, schon leicht eher anders orientiert haben, gar nicht mehr daran geglaubt haben, dass das noch kommt, ist aber soweit gekommen, ähm, wir haben jetzt hier so einen Knick drin, dass er nochmal hoch kann, ähm, eigentlich sollte er später erst da oben hin, erst hier im, in dem Bereich um ja, so knapp 2,80, 2,70 eben nach unten. Da sind nicht ganz so rausgekommen, so richtig, weil auch noch nicht so richtig, wie ich das wert soll. Ich würde das jetzt ähm, ein bisschen abflachen und würde sagen, okay, wenn er jetzt zum Freitag jetzt hier einfach bloß flach zur Seite macht und äh, lahme Ente spielt, dann kriegt er zum Nachmittag zum, zum Abend hin, wenn dann transparent wird oder, oder immer, immer unausweichlicher, dass die Wochenkerze doch deutlich rot bleibt. Und vor allen Dingen wahrscheinlich auch unter den vorherigen Wochenkerzen schließt, kann ich mir vorstellen, dass da nochmal Druck drauf kommt. Deswegen lassen wir es jetzt einfach mal so. Grundsätzlich ist der DAX aber aus dem Erholungsbereich raus wegverkauft worden. Das ist genau die Stelle, die wir gesagt hatten, wo er sich schwer tun könnte. Äh, um sich eben nochmal nach unten zu strößen, um eben genau eben nicht diejenigen, die hier vielleicht long ausgehätscht sind, dann in, in einen Gewinn reinzulassen und von daher passt das ganz gut. Ähm, ist jetzt hier natürlich newsseitig ein bisschen geschützt gewesen, aber es ist halt so. Ne? Charttechnik ist ähm, meistens hinterher mit News untersetzt. Ne? Ich komme immer hinterher und ähm, bestätigen eigentlich das Bild, was man nicht gesehen hat. Hängt einfach damit zusammen, dass es immer genug Leute gibt, die Informationen, die andere wiederum zum Handeln bewegen, ähm, vorher schon kennen und sich vorher auch schon positionieren. Na? Und äh, wenn jetzt hier rauskauen wird, dass auch irgendwo in, 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 in Amerika die Steuern erhöht werden auf abnormale <laughs> oder wirklich spezialisch hohe äh, Steuersätze, dann, äh, dann hat, hat das... Die Woche vorher schon jemand gewusst, halt. Ne? Und die haben sich dann schon positioniert, dann gab es einen kleinen Rücklauf und bäm, direkt an der Marke kommt es dann mit Untersetzung. Also insofern, nicht verwunderlich, ähm, sollte man sich jetzt auch nicht äh, irritieren lassen, so nach dem Motto: Naja, und die Nachrichten, muss ich jetzt die Analyse hinterfragen? Nein, muss ich eigentlich nie, ne? weil es in der Regel immer wieder reinspielt, immer wieder in den Chart auch reinpasst und ähm, da, dafür ist die Charttechnik da. Sie zeigt uns das Verhalten von Käufern und Verkäufern, um eben auch ähm, sowas dann schon ein bisschen forecasten zu können. Dass man sagen kann, in dem Bereich wird wahrscheinlich das und das passieren. Und ähm, wenn wir uns an Montag erinnern, war genau das Thema eben gewesen, hier einmal runter, hier unten schön drin rumstoßen, die Leute reinzwingen, die hier oben schon rausgeflogen sind, nochmal schön reinzwingen, dafür sorgen, dass die aber jetzt, nachdem sie vielleicht hier ihr letztes Hemd schon halb verloren haben, hier eben dann eben nicht sich einen Stopp hier drüber leisten können, sondern vielleicht in den Bereich gehen, den abholen. Du, du brauchst uns nur das Video vom Montag nochmal angucken. Der hat genau das gemacht, was wir jetzt, was wir sehen. Es ist ja exakt psychologisch ist perfekt. Chapeau, wirklich, also hier Ich weiß nicht, wie, wie nennt man das Handzeichen, was ich jetzt hier mache Daumen und Zeigefinger zusammen zu einem kleinen Kreisel An, die, an den Mund ranführen und <laughs> Das ist Passt, passt wie, wie die Sau halt ne? Und ähm ja, wenn der sich jetzt hier zum Vormittag schön, 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 schön cool zeigt, ähm, flach zur Seite legt und ein bisschen, bisschen, ähm, verunsichert einfach tut, ein bisschen irritiert tut, dann, dann kriegt er zum Nachmittag nochmal die Kugel runter. Ähm, aufpassen müsst ihr, wenn er früh schon schwach reinkommt, da, das ist ja halt anfällig für, für harte Konterversuche gegen Abendhintern. Also wenn er bloß kurz früh hier runterzuckt, ich sag mal so 1,80 und dann macht er direkt wieder hoch und steht vielleicht so 12 Uhr, 13 Uhr schon über 2,30 wieder. Ah, ich glaube, dann wird das nichts. Dann wird das nichts. Dann muss er es auf den Montag verschieben und steigt bestimmt am Freitag nochmal komplett durch halt, ne? Und dann holt er sich hier Montag, Dienstag nochmal die 410. Ähm, das würde mir nicht ganz so gut fallen. Also er, er runter ist okay, aber er darf halt nicht dann äh, zum Mittag hin hier wieder hoch. Und das macht er oft am Freitag halt. Wenn er so, wenn er so äh, kurz runtersticht, oh, gleich am Morgen so runtersticht, schwach reinöffnet und das direkt stabilisiert, dann steigt er oft bis Tagesende durch. Und das sollte man ein bisschen im Hinterkopf haben. Ansonsten natürlich, wenn er, wenn er fällt und, und Schwäche zeigt und die Schwäche bleibt bei und äh, Dynamik war drin, ne? also da, die, die eine Stundenkerze hier, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Stunden aufgefressen. Das ist Dynamik. Das sind rote Kerzen. Das sind Signalkerzen. Und die kann natürlich jetzt unten, unten raus ein bisschen wieder Antrieb entfachen. Und im Zweifel sogar noch mal so, eine, so, eine, so eine Nummer wie das hier gewesen ist. Ne? Und wenn wir, wenn wir sagen, wir projizieren das Teil einfach mal nach unten. Ich mal kurz gucken, wohin die Karre gehen kann hier. Ist selber noch nicht gemessen. Sonst könnte ich es euch jetzt einfach so in den Raum werfen. Und das muss ich jetzt nochmal anlegen. Und da sind wir schon im Bereich um, um 14.900. 15.000, 15.060. Ne? Das sind dann so typische Ziel, Zielmarken, die dann kommen können. Und das passt eigentlich auch, also gerade so 15.000, 15.030, das passt eigentlich schon schön auf das, was wir mal gesagt haben. Ne? Also könnt ihr versuchen, wenn er sich zum Freitag Mühe gibt, jetzt hier einfach nochmal ein bisschen ranarbeiten. Der wird wahrscheinlich hier äh, wird wieder Theater machen. Es <laughs> ist halt DAX. Ne? Also da sollte man sich dann auch nicht äh, verausgaben und dann, und dann sich. Drüber auskotzen, wie schlimm denn der DAX ist, halt, stellt euch darauf ein, dass es hier Stress gibt in dem Bereich halt, ne? Also dann, dann vielleicht dort einfach mal äh, Gewinn mitnehmen, absichern, abwarten, was dann dort passiert und dann, ähm, weitergucken, weiter gucken. Also, ja, Punkt. Sprich, machte hier unten weiter, drückt sich raus. Die 15,180 sehr wichtig, von dort kann er kann einen harten Konter in den Long Freitag reinsteigen. Ja, also, das wäre so ein Punkt. Geht er runter dann wird es schon wieder eher negativer, schwächer. Ja, dann kriegt er Potenzial bis in den Bereich von 15,100, 15,100 15, rum. Das wäre dann so typische Schiebezone einfach. könnte über den Mittag zur Seite schieben, hinten raus noch weiter abfliegen. Und Ziel wäre so tatsächlich jetzt erstmal im Bereich von 15.000, 15.030 bis 14,965. Und eben noch Stück für Stück dann weiter. Ja, aber dann muss er auch jetzt weiter liefern. Oder flach zur Seite am, am, am Freitag und hinten rausfallen. Sieht man auch sehr gerne am Freitag mal. Ja, was er nicht bringen sollte, wäre ein direkter harter Start über 2,70. Das wäre, das wäre, das würde eher für Long sprechen. Oder ein schneller Start auf 1,80 und direkter Konter auf 2,30. Ganz, ganz, ganz schnell. Ne, vielleicht so gleich auf der neuen Uhrkerze. Und ähm, das wäre auch eher für Long. Ansonsten haben wir hier die Wahrscheinlichkeit jetzt erstmal du durchaus nach unten. Wenn nicht die zwei speziell angesprochenen Szenarien eintreten, hätten wir wirklich eine erhöhte Wahrscheinlichkeit nach unten. Vergesst trotzdem bitte bei allem, was wir jetzt machen, auch wenn das jetzt hier ein bisschen wie ähm, Glaskugel war die letzten Tage hä? und der wirklich fast eigentlich aus der Hand gefressen hat. Ähm, vergesst trotzdem nicht, was wir machen in der Analyse. Es geht nicht darum, exakt den Kurs vorher zu bestimmen, sondern zu gucken, was macht der DAX üblicherweise und wo haben wir eine höhere Wahrscheinlichkeit. Wir haben aber keine Garantie, dass das auch kommt. Wir haben auch keine 100% Gewissheit, dass das kommt, das heißt, trotz aller Sicherheit und Überzeugung, die man vielleicht momentan hat, weiß, weil es gut läuft und weil es gut liegt, trotzdem Risiken abgrenzen. Ne? Das heißt, wenn macht er plötzlich nicht mehr das, was ich haben will, dann muss die Position weg, wenn sie nicht in die Richtung positioniert ist, wie das, was da kommt. Ja, also, das bleibt immer, immer ist das wichtig. Ne? Macht der Markt nicht das, was ihr wollt, dann haut ihn weg, dann nimmt das weg und lasst aber für euch arbeiten und. Zieht euch da die Punkte raus, wenn er euch aus der Hand frisst und eben da mitläuft. Und er hat genau das gemacht, was ihr sehen wollt oder wir sehen wollen halt. Ne? Das wirklich einfach nochmal als Hinweis, weil ich glaube, das sollte man heute mal äh, mit betonen. Na, nicht, dass manche hier zu überheblich werden oder zu, zu übermütig vor allen Dingen dann auch. Ne? Also ich bin jemand, der auch mit Übermut unheimlich hohe. Pro also U Übermut ist bei mir, das, das ist so mein Kryptonit halt. Ne? Also ähm, deswegen bin ich auch jemand, der, wenn es gut läuft, halt. Ganz klarer Muster hat halt, ne? nachdem ich sage, ich sichere mir meine Gewinne, weil ich, ich vertüdel mir. Ich, ich, wenn ich einen richtig guten Tag habe, an dem ich mal richtig gute Performance mache, ich und ich würde den nächsten Tag weiterhandeln, ich würde die Performance verhauen, ich würde alle meine Regeln vergessen und mich auch nicht dran halten und am nächsten Tag die Performance weghauen und wieder drüber hinweg halt. Ne? Und ich weiß das, dass ich das nicht in den Griff kriege. Das ist, das ist mein Kryptonit. Aber was ich in den Griff kriege, ist einfach an dem Tag da nicht zu handeln. Ne? Das heißt, wenn es gut lief, am nächsten Tag nicht handeln, schwuppdiwupp, die ich ein Problem weniger. Ne? Und ein. Ein, 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 ja, ich sag mal, eine, eine Schwäche quasi nahezu eliminiert. Ne? In dem Moment, wo ich dann sage, okay, den nächsten Tag klemme ich mir. Und ähm, ich will jetzt nicht sagen, ihr braucht das jetzt nicht handeln. Ich will bloß sagen, Übung gut und so weiter, ein bisschen aufpassen, einfach für diejenigen, die jetzt hier vielleicht die Bewegung ganz gut mitgegriffen haben, dass man da halt trotzdem jeden Tag aufs Neue. Weil der der Tag, die Börse kennt kein Mitgefühl. Ne? Wenn ihr irgendwann mal einen Tag Schwäche zeigt, die nutzt es aus. Ja, und deswegen muss man jeden Tag immer wieder ganz klar, neutral, bodenständig rangehen, sagen, das ist das Risiko, was ich platzieren möchte, das bin ich bereit zu verlieren, das ist die Chance, die ich damit habe, das ist für mich okay, das gehe ich ein. Trade for Business, es ist jeden Tag Business, nicht Zockerei. Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also, in diesem Sinne, das Wort zum Sonntag, ne, zum, zum, zum Freitag. Ich wünsche euch was, viel Erfolg, die, die man nicht nochmal hören, schönes Wochenende und dann hören wir uns am ähm, Sonntag für das Video, dann für den Montag und vielleicht ja schon mit einer leckeren Wochenkerze. Also, wenn die unter 15,80 wird, dann wird es lecker, glaube ich, auch nächste Woche. Ne? Das Könnt ihr wirklich den Trend dann unten raus ein bisschen ankurbeln, dann halt? Ne? Wir haben ja schon drüber gesprochen, hier kleiner Trendwechsel und so weiter. Wenn da jetzt noch eine schöne, schöne saftige, rote Wochenkerze kommt, ähm, dann wird es dann wird's lecker, glaube ich. Also, Freunde, ich mache hier aus, wünsche euch Spaß. Wir hören uns äh, am Sonntag wieder. <laughs> Bis dahin, tschö.